Ich als Vertreterin des Jugendverbandes habe die Möglichkeit, diesen, den 7. Landesparteitag zu eröffnen. Und ich kann euch sagen, dass ich selten so aufgeregt war. Das letzte Mal beim Stadtparteitag in Dresden, bei dem ich nur etwas über die Dresdner Linksjugend erzählen sollte. Liebe Menschen, so habe ich begonnen, da ich nicht Mitglied der Partei Die Linke bin. Ich finde es aber wichtig, sich in Politik einmischen zu können, ohne irgendwo Mitglied zu sein. Es hat auch gedauert, bis ich überhaupt in den Jugendverband eingetreten bin. Dieser Schritt war in meinen Augen aber auch nur eine Frage der Form und keine Frage der Identifikation. Denn ich habe mich schon vorher bei verschiedenen Organisationen aktiv eingebracht und konnte mich allein über mein Handeln und die jeweiligen Inhalte damit identifizieren. 1000 Fragen sind in meinem Kopf. Singt die Stimme in dem Lied vorhin. Ich habe leider keine Ahnung, wer das ist, fand das Lied aber passend. Der Slogan des Landesparteitags lautet nämlich so ähnlich: Fragend schreiten wir voran. Im Vorfeld dieses Wochenendes hat sich auch die Linksjugend Solid Sachsen ausgiebig mit den Leitlinien beschäftigt, diskutiert und wie üblich tonnenweise Änderungsanträge geschrieben. Ein Großteil davon wurde bereits auch übernommen. In dem Lied wird außerdem eine Geschichte erzählt, die Geschichte zweier Wesen, die sich begegnen und miteinander in Kontakt kommen, um danach einen gemeinsamen Weg zu beschreiten. Es könnte die Geschichte von Jugendverband und Partei sein. Wir schaffen uns immer wieder, uns viele Fragen zu stellen und diese auch verschieden zu beantworten und bringen uns damit erstaunlicherweise sogar auch weiter. Diese Geschichte könnte aber auch die Geschichte von langjährigen Parteimitgliedern und neuen Mitgliedern oder SympathisantInnen sein, die neue Ideen einbringen und vor Betriebsblindheit schützen. Genau dafür wird auch noch einmal in den nächsten Tagen und Monaten Zeit sein. Die sozialpolitischen und bildungspolitischen Leitlinien stehen auf diesem Parteitag zur Debatte. Schon im Vorfeld ist viel und auch sehr fruchtbar darüber diskutiert worden. Die drogen- und suchtpolitischen Leitlinien stehen ebenfalls in den Startlöchern und auch für Europapolitik gibt es bereits einen Raum. Und überall können sich viele Menschen mit ihrer Meinung einbringen, egal ob Mitglied oder eben nicht. Das gilt auch für die Beteiligungsmöglichkeiten außerhalb von Parteitagen wie diesem oder dem Bundesparteitag. So zum Beispiel in dem Projekt Dialog für Sachsen, bei dem es nicht darum geht, fertige Rezepte lieblos in der Welt zu verteilen, sondern gemeinsam ein aufregendes und frisches Menü zu kochen. Fragen gibt es in diesen Tagen viele, auch abseits der Leitlinien, die wir gerade diskutieren. Zum Beispiel zu unserem Verfassungsschutz und was der nun eigentlich vergeigt hat und was davon anscheinend ganz bewusst. Die Thematik rund um den NSU beherrschte die Medien nur kurzzeitig. Jedoch sollte allen bewusst sein, wie wichtig ein antifaschistisches Grundverständnis und das dauerhafte Unterstützen antifaschistischer Aktivitäten ist. In diesem Moment ist nicht nur Solidarität wichtig, sondern aktives Handeln. Und wäre rechter Terror, aber auch scheinbar ganz alltägliche Diskriminierung und Ausgrenzung nicht schon genug, wird unser Engagement für Toleranz und mehr Demokratie durch den Staat selbst eingeschränkt, indem Menschen wie Christina Schröder uns in die Extremismus-Ecke stellen. Dagegen gilt es anzukämpfen, jeden Tag aufs Neue. Ich stehe jeden Tag mit dem Gedanken auf, was heute wieder Absurdes in der politischen Landschaft passieren wird. Und ich höre nicht auf, nach dem Warum zu fragen. Denn Dinge zu hinterfragen gibt uns die Möglichkeit, sich in sie hineinversetzen zu können und sie zu verstehen und letztendlich auch zu verändern. Ich bin, wie gesagt, sehr froh, heute in dem Wissen hier sein zu können, dass ich mich auch ohne Delegiertenkarte einbringen kann. Auch wenn ich nicht Mitglied bin, fühle ich mich trotzdem mit euch verbunden und irgendwie ist Die Linke auch meine Partei. Ich wünsche uns allen viel Spaß, Erfolg und die manchmal nötige Geduld. Dankeschön.